Hallo und herzlich willkommen beim Screw Your Mind Podcast, deinem Podcast rund um das Thema Unterbewusstsein. Mein Name ist Vanessa Fritz, ich bin Hypnose-Coach und ich freue mich riesig, mit dir über das Thema Unterbewusstsein und alles, was damit zu tun hat, zu sprechen und einfach ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen sozusagen. Und für die heutige Folge habe ich mir das Thema Realität rausgesucht. Und zwar gibt es oft diesen Satz, sei doch realistisch. Und da stelle ich mir immer die Frage, was ist eigentlich diese Realität? Wer bestimmt diese Realität? Und wie können wir diese Realität messen? Und darum soll es in dieser Folge gehen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Du kennst es bestimmt auch. Jemand setzt sich ein Ziel oder du selbst setzt dir ein Ziel und erzählst jemandem davon. Bist total Feuer und Flamme und begeistert und brennst so für dieses Ziel und freust dich jetzt schon auf die ersten Schritte, die du dafür machen kannst und alles, was dazu gehört. Und dein Gegenüber schaut dich an und sagt, ja, aber sei doch realistisch, wie willst du das denn schaffen? Puff, die Seifenblase ist geplatzt. In dem Moment, in dem dein Gegenüber einfach die ganze Vorfreude quasi von dir nimmt, indem er sagt, sei doch realistisch, spürst du, dass die Freude einfach gar nicht so teilen kannst, weil er einfach gar nicht versteht, was in dir passiert, wie wichtig das Ziel für dich ist und wie groß das für dich ist. Und irgendwie denkst du so, ach Mann, irgendwie ja, vielleicht hat die Person ja recht. Und wenn ich da so realistisch drüber nachdenke, dann merke ich auch, das ist vielleicht doch ein bisschen groß. Und ob ich das überhaupt kann, bin ich überhaupt in der Lage, das zu erreichen? All dieses ganze Gedankenkarussell geht dann in dem Moment einfach los. Und in dem Moment ist es eigentlich so schade, weil die Person das vielleicht gar nicht merkt, sondern das einfach nur gut meint und dich beschützen will. Aber in dem Moment, in dem sie sagt, sei doch realistisch, ist das nicht zu groß, ist es einfach so, dass es die Realität von der Person ist, von deinem Gegenüber. Es sind ihre Grenzen und ihre Grenzen müssen nicht die deinen sein, weil jeder gibt seiner Umwelt einfach Bewertung aufgrund von Erfahrungen, die im Leben gesammelt geworden sind, die Grenzen, die man von außen aufgesteckt bekommen hat oder auch vielleicht sich innerlich gegeben hat oder eben halt auch die Glaubenssätze, die sich über all die Jahre oder Monate oder zu welchem Thema auch immer gefestigt haben, da zusammenkommen. Und das führt bei dieser Person dazu, dass sie einfach sagt, Mensch, das halte ich persönlich für unrealistisch. In dem Moment stülpt sie dir aber diesen Glaubenssatz und diese Grenzen und diese Erfahrung, die sie gemacht hat, über. Und wie ich eben schon sagte, du musst es nicht annehmen. Es müssen nicht deine Grenzen sein, nur weil es die Grenzen von jemand anderem sind. Weil diese Person hat natürlich auch für diese ganzen Grenzen, Glaubenssätze, Erfahrungen, hat sie Beweise gesammelt im Laufe der Zeit. Alles wurde irgendwie belegt und wenn die Grenze zu groß erscheint, vielleicht hat die Person selber mal einen Traum gehabt und konnte den einfach nicht ausleben aus diversen Gründen. Oder kennt jemanden, der sich ein ähnliches Ziel gesetzt hat und hat einfach festgestellt, irgendwie hat die Person das nicht erreicht oder ist dabei in den Burnout gegangen oder was auch immer die Faktoren gewesen sein mögen. Und hat deswegen Angst und will dich eigentlich beschützen. Also ganz, ganz oft ist da einfach keine böswillige Absicht drin. Und dann kommt es aber deinem Gegenüber auch immer noch drauf an, in welcher aktuellen emotionalen Verfassung ist diese Person. Hatte die gerade einen echt bescheidenen Tag und kommt nach Hause und will eigentlich eine Ruhe haben und du erzählst himmelhoch jauchzend irgendwelche großen Geschichten, die einfach gerade nicht passen? Oder was ist die aktuelle Stimmung, ne? Also da kommen so ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Und wo wir wieder zum Thema Realität kommen, ist ja, was ist denn diese Realität? Weil wenn wir überlegen, wenn wir an die Farbe meinetwegen Rot denken, dann ist es ja eigentlich nur ein Reiz. Unser Auge schaut etwas Rotes an. Ich habe jetzt gerade vor mir hier so einen roten Herzuntersetzer für ein Glas liegen. Und unser Auge schaut diesen roten Untersetzer an und verarbeitet diese Reize, die da zurückgeworfen werden, im Gehirn. Das heißt, wenn ich rot sehe, ist es eigentlich nur eine Verarbeitung. Und so stelle ich mir auch oft die Frage,
es gibt ja für blinde Menschen zum Beispiel auch so einen Coder, die können sie an irgendwo ranhalten. Und dann sagt dieses Gerät, das ist die Farbe Blau. Und ich stelle mir immer die Frage, was bedeutet Blau für eine Person, die nie sehen konnte? Und was bedeutet Blau für eine Person, die im Laufe der Jahre oder durch einen Unfall oder was auch immer erblindet ist? Weil wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, sehe ich blauen Himmel. Das ist blau. Da vorne liegt eine Zeitschrift, da ist auch etwas Blaues drauf. Das ist ein komplett anderer Farbton. Am Schreibtischstuhl von meinem Freund hängt eine blaue Jacke. Wieder was ganz anderes. Also wir haben den Farbton blau definiert und nichtsdestotrotz gibt es so viele unterschiedliche Blautöne, dass jeder, wenn er an die Farbe blau denkt, seine ganz eigene Facette von blau im Kopf hat. Oder wenn wir an einen Tisch denken. Ich sitze jetzt an einem weißen IKEA-Tisch, weil die sind einfach easy überall hinzuschieben. Ich stelle gerne um. Jemand anders hat vielleicht einen schweren, massiven Holztisch vor Augen, wenn wir über das Thema Tisch reden. Also was ist eigentlich Realität? Und es wird sogar noch spannender, weil wenn wir überlegen, pro Sekunde kommen so unzählig viele Reize auf uns eingeprasselt. Geräusche, Gefühle, wir spüren auf etwas, dass wir sitzen, wir sehen etwas. So unglaublich viel, was da jede Sekunde auf uns einprasselt. Und pro Sekunde können wir nur 7 Reize bewusst wahrnehmen und verarbeiten. Und wenn man mal überlegt, 7 Reize pro Sekunde ist meine Realität. Oder was ist denn Realität, wenn ich 7 Reize wahrnehme? Und ist meine Realität deine Realität, auch wenn wir nebeneinander sitzen? Ein interessantes Beispiel, das fiel mir neulich ein, beziehungsweise merke ich das ganz oft, wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin draußen und ich sehe einen älteren Menschen. Ich bin gelernte Altenpflegerin und jetzt seit 11 Jahren insgesamt im Beruf. Und da kennt man natürlich so das ein oder andere Krankheitsbild auf 100 Meter gegen den Wind sozusagen. Und dann läuft da ein alterer Herr oder eine ältere Dame mit einem Rollator vor sich. Ich gucke diesen Menschen an, mein Freund guckt diesen Menschen auch an und ich sage, der Rollator ist falsch eingestellt. Wir haben beide das gleiche Bild gesehen, den gleichen alten Mensch, aber trotzdem sehe ich in dem Falle so viel mehr als er, weil ich einfach noch eine ganz andere Realität dahinter habe. Für mich ist einfach noch die Realität, geht er richtig, hat er festes Schuhwerk an, ist der Rollator richtig eingestellt, oh ja, das Gangbild sieht nach Parkinson aus. Also meine Realität ist nur in dem Feld, ne? Einfach noch deutlich größer als die meines Freundes. In anderen Lebensbereichen ist es komplett unterschiedlich, obwohl wir das Gleiche sehen. Also da bin ich immer, ich finde dieses Thema einfach so unglaublich faszinierend, weil wie gesagt, 7 Reize pro Sekunde ist einfach mal nicht viel. Und oder auch die Realität, ich weiß nicht, vielleicht hörst du das jetzt gerade über Kopfhörer, weil du unterwegs bist oder du sitzt irgendwo gemütlich. Bis eben ist dir wahrscheinlich nicht aufgefallen, wie deine Kopfhörer sich im Ohr anfühlen oder wie dein Po den Stuhl berührt, auf dem er sitzt. Vielleicht die Füße den Boden, wenn du das beim Kochen hörst. Und das ist so spannend, weil 7 Reize, da wie gesagt, da ist einfach nicht viel Luft nach oben und da stellt sich mir die Frage, was ist diese Realität? Und natürlich möchte ich auch trotzdem, auch wenn ich die Frage nicht zu 100% beantworten kann, was Realität ist, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, jeder bewertet einfach das, was er erlebt und fühlt und sieht und hört, ganz anders. Und so hat jeder Mensch seine ganz eigene Realität. Und das ist auch okay. Es gibt viele Überschneidungen und wir können über alles sprechen. Aber so im Kern lebt jeder tatsächlich in seiner ganz, ganz eigenen Realität. Und wie gesagt, ich möchte auch immer gerne ein paar Tipps geben und so die Frage, wenn du gerade in der Realität, in der du dich gerade befindest, eigentlich nicht so ganz zufrieden bist, was kannst du dann machen? Und um einfach nochmal auf das Thema, auf die Geschichte vom Eingang zurückzukommen, dass du jemandem erzählst, was deine Ziele sind und er das einfach nicht verstehen kann, ist zum Beispiel die Realität insoweit erweitern, wenn dein Freundeskreis, dein Bekanntenkreis oder einfach die Menschen, die gerade in dem Moment wichtig sind, nicht komplett verstehen, was du möchtest. Erweitere deine eigene Realität, indem du zum Beispiel Bücher zu dem Thema liest, indem du dir Podcasts zu dem Thema anhörst oder auf YouTube dich schlau machst. Vielleicht gibt es irgendwo Seminare,
Und da einfach noch mehr in diese Realität zu gehen. Ich meine, gerade auf Seminaren oder auch sehr, sehr passend Meetups zum Beispiel zu gewissen Themen. Da lernst du ja auch Menschen kennen, mit denen du dich dann ganz bewusst nochmal austauschen kannst über diese Themen. Und ein weiterer Tipp, den ich da auch gerne noch mit euch teilen möchte, ist ein Tipp, der zu unwahrscheinlich vielen Themen passt, ist aber, wenn die Realität von dir und deinem Umfeld nicht zusammenpasst. Aber das muss eigentlich auch gar nicht dafür gegeben sein, sondern einfach nur, wenn du deine Realität selber erschaffen möchtest, hilft es ungemein zu visualisieren. Zu visualisieren zum Beispiel durch ein Vision Board, das hatte ich, glaube ich, in einer der vorigen Folgen auch schon mal erzählt. Mach dir einfach ein großes Bild, vielleicht eine Pinnwand und pinn da alles rauf, was du als Ziel siehst, was du dir in deinem Leben wünschst und schaust dir jeden Tag an. Und um das Ganze noch ein bisschen tiefer gehend zu machen, visualisier das richtig. Mach die Augen zu und stell dir mal vor, wie du, nimm mal das ganz einfache Beispiel, wie du dieses neue Auto, das du dir wünschst, fährst. Und zwar in dem Moment nicht aus der dritten Perspektive, nicht wie du dir zuguckst, sondern wirklich schau runter, schau auf deine Hände, umfass das Lenkrad, drück das Gaspedal ruhig durch und sieh es, als würdest du es erleben und spür es, weil, wie ich auch schon mal sagte, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir etwas nur uns vorstellen oder ob wir es wirklich erleben. Für das Gehirn ist beides gleich real. Und das kann man wunderbar nutzen, um einfach zu visualisieren und diese Realität, die da ja auf dich zukommt, wenn du da unbedingt hin möchtest, kommt sie. Du wirst sie erschaffen, um diese Realität wirklich schon mal, ja, so einen Vorgeschmack, wie so eine Art Probefahrt, ja, passt ja zum Auto tatsächlich, wie so eine Art Probefahrt zu machen. Ja, das war das, was ich mit dir teilen wollte zum Thema Realität. Wie gesagt, ein unwahrscheinlich spannendes Thema. Ich glaube, ich kann noch eine Stunde über Realität sprechen, was jetzt Realität ist und was nicht. Und ja, zum Ende der Folge wollte ich noch einmal kurz zusammenfassen, worum es heute geht. Das Wichtigste in Kürze sozusagen. Und zwar, die Grenzen von anderen Menschen müssen nicht deine sein. Es sind ihre Bewertungen, es sind ihre Erfahrungen, es sind ihre Glaubenssätze, die da sprechen, nicht deine. Deine Grenzen können ganz woanders liegen. Manchmal sind sie enger gesteckt, manchmal deutlich weiter, aber du bist nicht gezwungen, diese Grenzen als deine anzuerkennen. Ebenso habe ich noch erzählt, dass wir nur 7 Reize bewusst pro Sekunde wahrnehmen. 7 Reize. Und ja, daraus stellt sich mir einfach die Frage, was ist diese Realität? Und ja, auf Basis dessen einfach, hab ein bisschen mehr Umsicht in Bezug auf andere Menschen, weil vielleicht ist es eine andere Realität. Vielleicht bist ja auch nicht du die Person, die gerade groß träumt, sondern dein Gegenüber. Und dann erinnere dich vielleicht an diese Worte und denk, okay, alles klar, meine Grenzen, nicht seine. Und träum mit der Person. Träumt gemeinsam groß, weil dann kann auch Großes passieren. Ja, genau. In diesem Sinne würde ich mich mega freuen, wenn ihr jemanden habt, dem diese Podcast-Folge vielleicht hilft und ihm diese empfiehlt. Auf jeden Fall auch, wenn ihr den Podcast abonniert oder vielleicht mir sogar eine Bewertung auf iTunes schreibt. Das hilft einfach, damit noch mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Und ein kostenloses Geschenk sozusagen habe ich regelmäßig für dich, und zwar mein Gedankenimpuls-Newsletter. Für den kannst du dich auch ganz einfach unten unter der Folge in den Shownotes ist ein Link, da kannst du dich ganz einfach eintragen und dann flattert dieser Gedankenimpuls regelmäßig und ganz kostenlos in dein E-Mail-Postfach. Ja, ihr Lieben, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen, wann immer du diese Podcast-Folge hörst. Ja, ich bedanke mich, dass du mir ein Ohr geschenkt hast und mir bis jetzt zugehört hast. Und ja, wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf, deine Vanessa.